Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind stehen geblieben hier mitten im Kampf gegen die Schuppenreste. Und ja, wir kloppen einfach mal. Ja, Final Fantasy heißt es wieder mal, ne? Oh, oh, die Flügel fangen an zu glühen, ach du Scheiße. Nee, also, ich freue mich echt hier schön weitermachen zu können bei dem Part. Oder bei dem Spiel, was er gesagt, denn es ist super. Und oh, ich freue mich echt drauf, wenn wir hier immer weiterkommen und... Oh, was ja jetzt passiert, die Story ist toll und ich hoffe echt, dass ihr Spaß dran haben werdet an dem Let's Play. Das ist mir da echt schon ein bisschen wichtig, ja. Also wir gucken mal. This could be bad. Ja, hast du recht, Oren, da kommen immer mehr. Knock it down. What? What? Trust me, you'll see. Ja, die Dampfwalze dürfen wir jetzt angreifen. Wir können keinen anderen Gegner auswählen, nur die Dampfwalze allein. Soll mich nur nicht stören. Ihr seht, die fängt schon an, ein bisschen rumzuspacken. Macht schon ein paar Geräusche, als ob die droht, kaputt zu gehen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Oh, die Typen alle greifen sie an. Voll brutal. So, wir hauen weiter auf die Dame, auf die Dampfwalze. Ah, oh, die wird ja immer kaputter. Dornen. Owen macht das gar nicht aus. So angewohnt. Kapusch! Sehr schön. So, das Ding löst sich. Oh, wir sehen, es brennt. Bums. Hohoho. Alles kaputt und wir können dann wohl abhauen. Oh, Moment mal. Alter, alles stürzt zusammen. Auch wie wegen Sin einfach die ganze Stadt kaputt geht. Voll übel. Go. Beim Owen läuft später los, ist aber vor ihm jetzt so. Oder was? Ist auch ein bisschen merkwürdig. Los, Tito, spreng! Boah, Alter, hat der einen Sprung drauf. Und wieder super geile Quali. Das sieht super cool aus, ey, dieser geilen animierten Film. Oh, sind voll übel, Alter. Voll diese Straßenteil hoch. Und da oben ist Sin. Voll eklig, Alter. Wie so ein schwarzes Loch saugt das jetzt alles in sich rein. Da fragt man sich, what the fuck? You are sure. Oh, wie stark Owen ist, ey. Mit einer Hand nimmt er jedenfalls so hoch. Oh, Leute, richtig creepy. Ganz ehrlich, richtig creepy. So. Was ist nun passiert? Wir wurden in Sin reingesogen und haben keine Ahnung, was nun los ist. Hey. Hey. Ja, hi. Was los? My old man? Da voll dieses Symbol so brennt. So, wir müssen hier runter. Da unten voll so ein komischer Bildfehler. Aber egal. Hauptsache, wir schwimmen jetzt voll durch die Luft, so ganz komisch. So, wo ist jetzt der Typ? Ah ja, hier. I thought about a lot of things. Das ist, als er clean war. Da war er noch braunhaarig, jetzt ist er blond. I started to feel lightheaded and then sleepy. Ja, jetzt lassen die Nerven langsam nach. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me. So I didn't have to feel alone anymore. So im Grunde ist ja das, was er sagt, mit der Übersetzung irgendwie stimmt es ja doch so ein bisschen überein. Ist zwar ein bisschen umgeschrieben und manchmal denkt man sich wirklich, hey, das ist doch jetzt gar nicht die richtige Übersetzung. Aber irgendwie passt dann trotzdem alles. So, jetzt ist nur die Frage, Leute, wo sind wir hier? Und was ist nun wirklich
Los! Wir wachen auf. Und dieser Vogel. Der putzt sich. Ist er nicht cool? Ist oder so, keine Ahnung. Der Vogel. Du sagst doch gar nicht ah, du sagst hey. Wie so eine tolle Übersetzung. Nee, aber das passt eigentlich. So, der Vogel, unser toller Freund ist weg, leider. Oh, da gibt's noch mehr. So, wir können uns jetzt frei bewegen. Wir können hier ein bisschen rumschwimmen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier gibt's was zu holen. Na, guck mal, was zum Beispiel dieses blaue Symbol da. Ich weiß es nicht, deswegen werde ich jetzt aber auch hinschwimmen. Ich muss mal gucken, mein Stuhl, der ist gerade voll doof. Was ist denn hier los? So, doofer Stuhl. So, was ist das hier? Was bist du? Hä? Was? Normal. Verstehst kein Wort, ja. Was steht da? Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Is und Fu, Dags, Dank, nee, was weiß ich. Makalania. Ja, wir wissen echt nicht, was das ist. So, gucken wir noch weiter, ob hier irgendwo noch was zu holen ist. Kann ja sein. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr. Eventuell geht es hier irgendwo hoch. Ah, guck mal, da ist eine Kiste zum Beispiel. Da war gerade eine Kiste. Die dürfen wir uns doch nicht entgehen lassen. So. Was ist denn das? Albed für Anfänger. Die Sprache der Albed kann man erlernen, wenn man Albed Lexika findet. Fanta, Albed Sekanda, was weiß ich. Albed von Fantasy Spreadern. Hä? Ja, das ist gut, ja. So, war hier doch keine Kiste? Sah so aus. Doch, na klar. Hoho, Kiste. Portion, mal zwei. Also Albed ist wohl diese Sprache, die an diesem blauen Ding an der Säule war. Das ist wohl die Sprache der Albed. Und wir können die ein bisschen entziffern, denn die rote Schrift ist immer das, was man übersetzen kann, sozusagen. Und wir können die Buchstaben M, A, L, N und I entziffern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, Leute. Wir sind stark, wir sind cool und schlau und gewieft. Intelligent. So. Ich speichere jetzt nicht, ich kann ja Save States machen, aber... Obwohl doch, ich... Nee, ich speichere nicht. Hauptsache, ich quatsch die Speicherdinger immer an, um dadurch dann die HP und MP wieder komplett aufzuladen. Werde ich auch später machen, wenn ich leveln gehe, dann werde ich offscreen halt immer speichern und so weiter. Naja, so, hier ist bestimmt auch noch eine Kiste, genau. Was haben wir hier? Eine Hi-Portion oder Hi-Potion oder Hi-Portion. Guck mal, da ist voll die Statue von irgendeinem Ritter im Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich weiß ja nicht. Nach dem Rendern ist ja alles dunkler, als wenn ich jetzt zocke. Ich sehe es ja nicht. Voll doof. Na, gehen wir erstmal weiter. Die Musik. So beunruhigend ruhig. Oh nein. Na klar, da schwimmt ein Fisch lang und dann stürzt das Ding hier ein. Was ist denn das? Ja, dieses, was war das? Dieses, was war das jetzt, hä? So, wir können ein bisschen rumschwimmen, guck mal, das. Das sind Blubberbläschen. Hier sind überall Blubberbläschen. Wir waren doch eben noch unten, guck mal, jetzt schwimmt er wieder oben. Na egal. Fischperspektive hatten wir gerade. So, zeig mal her hier. Ja, sehen sehr lustig aus und cool. Richtig episch gemacht, ja. Man sieht die Monster, man sieht die Waffe und dann sein Auge. So richtig episch. Titus ist sehr entschlossen. Und wir hören gerade zum ersten Mal die Standardkampfmusik. Boah, ein vernichtender Schlag, na klar. Richtig geil. Ja, die sind auch schwach, das sind auch kleine Fische. Versteht das, kleine Fische? So, einer ist noch da und... Der will wohl nicht sterben oder angreifen.
Wie so ein Fisch guckt er so, Seife, Seife, was ist Seife? Wieso, was ist hier los? Oh, na klar, voll so ein Riesenvieh. Voll so, der Fisch haut ab, Tilo, das tust du ihm gleich. Oh. Autsch. Wieso isst du den nicht, Typi? Du hast den doch gerade. Ach, egal. Ja, sieht so aus, als ob wir jetzt so einen etwas größeren Fisch zum Bekämpfen haben. Der will uns sicher verspeisen, aber den lassen wir natürlich nicht mit uns machen. Auch hier ist es noch so gemacht in dem Kampf, dass man keine Portion benutzen muss, Leute. Man muss einfach nur angreifen. Zack. Und ja, ihr seht, wir sind echt schwach. Aber ja, ist egal. Wir können einfach weiter kämpfen. Der Typ macht uns immer die Hälfte Schaden. Oder nur einen mehr als die Hälfte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir von ihm nur so Schaden zugefügt, dass wir auf jeden Fall überleben können. Denn jetzt am Anfang lohnt es sich für das Spiel noch nicht, wenn man jetzt irgendwie stirbt oder so. Sieht voll komisch aus. In der Klaue hat er noch eine Klaue irgendwie. Naja, egal. Und voll eklig, also sein Magen ist so offen. Wie soll denn verdaut werden, wenn der Magen so offen ist? Was ist denn das für ein Vieh? Voll so skurril. Ach man, Leute, ich muss erstmal einen Schluck Wasser drauf trinken, ja. Hauptsache der Idiot rammt erstmal die Wand, ne? So, Tilos ist schlau, der geht nach oben, um zu gucken, wo es weitergeht. Da im Hintergrund haben wir gerade voll die geöffnete Truhe. So, wir haben Ausgang gefunden und los geht's. Los geht's, so. Oh, oh, das wird knapp, das wird knapp. Los, Tilos! Los! Oh, schon halb drin im Maul, Alter, und gerade so geschafft, ist das übel. Der hat einfach nur den Maul zumachen müssen und die Beine wären abgewesen. Puh. Haben wir es also doch noch geschafft. Aber naja, wer weiß, ob es hier drin besser ist als da draußen bei dem großen Fisch, ne? Oh, voll durch den Wasserstrom erstmal direkt voll gegengeklatscht. Tut doch weh. Naja, kann man nichts machen. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ja. Würde ich auch sagen, Tilos. Du bist jetzt zwar dem Tod durch den Riesenfisch entkommen, aber wer weiß. Eventuell wirst du hier auch nicht überleben. Oder eventuell werde ich oder wir hier nicht überleben, Leute. Ja, wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. So. Gruselig. Noch eine Kiste. Die holen wir uns doch gleich. Naja, eine große Halle. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das kalt ist mit dem ganzen Wasser und so. Du bist ja auch voll unterkühlt, Tilos. Feuer brauchen wir auch. Ja, Freunde. Hier, was jetzt hier ist, das weiß ich noch aus den Testaufnahmen. Ich sehe das jetzt halt voll hell. Der Boden ist schön hell und das Feuerholz, oh, in der, also nachdem es gerendert ist, müsste es hier alles schwarz sein. Voll fies. Und dann, ja, hier haben wir eine erloschene Feuerstelle. Mit brennbarem Material lässt sich bestimmt ein Feuer entfachen. Ja, ich finde auch die Atmosphäre hier passt so hier. Tilos sagt, es ist kalt. Ist so lebensbedrohlich irgendwie. Ein zu nasser Blumenstrauß. Da haben wir einen Speicherpunkt. Ich speichere einfach mal. Und dann die Musik hier, ja. Dieses Geräusch. Ich weiß jetzt nicht, wie man dieses Instrument nennt hier. Wie wenn der Weihnachtsmann kommt. Dieses Glockenschellen oder was das sein soll. Das wirkt halt auch so atmosphärisch irgendwie. So, er sagt, er ist kalt und es wirkt auch so kalt wegen Winter. Er erinnert immer vor an Winter. So, Feuerstein haben wir schon mal erfunden fürs Feuer machen. Jetzt brauchen wir noch irgendwie was zum Brennen. Der Blumenstrauß, den wir da gefunden haben in dem Topf, der war ja so ein bisschen. Ja, so ein bisschen nass. Ach, wir haben noch einen Weg offen zum Glück. Wo ist denn die Kiste hier? Hier, ne? Die müsste dann hier sein. Hier geht's hier auch lang? Nee, hier geht's nicht lang.
Ja, wo ist denn die Kiste gewesen? Hier war doch irgendwo eine Kiste. Ist hier Blumenstrauß irgendwie zu nass? Na toll. Sie waren doch irgendwo. Irgendwo war hier doch eine Kiste. Lass mich doch nicht verarschen. Da war die doch hier. Hier und dann auf der Seite? Nö. Ich fühle mich gerade ein bisschen verwirrt. Egal. Gehen wir einfach mal weiter. Wir gehen jetzt hier. Ach, die Kiste, die war da hier irgendwo. Oder hier der komische Kopf von der Stadt oder. Na egal, gehen wir erstmal weiter. Wir haben ja auch nicht unendlich Zeit, ne? So sieht euch ja dann voll der kaputte Ruinenweg hier. Da, was haben wir da? Der ist nicht nass, wa? Verweckte Blume halten. Schön. So, hier können wir auch noch lang gehen. Voll cool hier. Und eine Kiste. Eine Hi-Portion. Na, sind wir gut ausgestattet. Wir haben einige Portionen. Schon zwei, drei Hi-Portionen. Zwei, ne? Ja, waren glaube ich zwei. Also, sterben sollten wir nicht. So. So, wir haben ja jetzt das Brennmaterial und unsere Feuersteine. Müsste klappen. Wie ihr guckt. Irgendwie cool. Ja, ich hätte auch voll Angst, so alleine in so einer Ruine. Ja, zumindest halt jetzt ein Warm mit Feuer. Und Hunger hat er. Och, der Arme. Wenn ich da drin Hunger hatte, Alter, ich würde da nicht klarkommen. Oh nein. Aber ich wüsste in so einer Situation auch gar nicht so recht, was ich machen sollte. Er macht eigentlich schon das Richtige. Er hat ein Feuer gemacht und. Ja, vielleicht ein bisschen Kräfte sammeln. I need food. Ja, ich auch, Tito. Ich habe auch Hunger. So, Leute, wer Hunger hat, postet es in die Kommentare. So. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that. Oh, oh, oh. Da liest ihm Orin erstmal die Leviten. It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? Voll fies, ey. Voll so Flan. You cried. Na klar. Du hast geheult, Alter. Kommt der kleine Wicht von vorhin an. Oder vom letzten Part, besser gesagt. Von vorhin. Oh, nicht gut, das Feuer ist aus. Und es wird wieder kälter. Und da oben ist noch diese. Ein Monster. Hey, wait, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Jetzt geht's los. Erstmal so ein Blitz und dann. Oh, das Vieh voll da drauf, voll bedrohlich. Alter. Voll Hyperspeed. Ja, sieht gruselig aus, oder? Vor allem, wie kann der überhaupt so richtig laufen? Sieht auch voll, voll komisch aus, so. Der kann auch gar nicht richtig. Vor allem in den Wänden kann der sich noch nicht festhaken, oder wie ist es? Na egal, wir kämpfen einfach jetzt nochmal. Ja, der trifft eh nicht. Der ist zu doof zum Treffen. Ist doch super. Da können wir so zweimal hintereinander angreifen. Das war super cool. So. Was hat diese Sequenz zu bedeuten? Ist er schon wieder tot oder was? Haben wir gewonnen? Haben wir gesiegt? Sind wir cool? Ah, die Tür, die nicht aufging. Na klar. Es war voll brrrrms, voll weggebrrrr, hier, voll weggebumst.
Für die Mega-Explosion und so weiter. Uiuiui, wie seht ihr denn aus? Guckt euch mal die Biatch an. So, hilfst du mir oder bist du fies und hilfst dem Monster? Ja, okay, sie hilft wohl eher mir. Na, komm her, du Monster. Handgranate benutzen. Ja, dieses kleine Fräulein hier hat die Fähigkeit Spezial. Und sie kann Gegnern Items klauen und kann auch Items benutzen. Zum Beispiel Handgranaten einfach mal werfen. Jo, bounce. Voll cool. So, dann klauen wir mal direkt wieder. Zack, Handgranate geklaut. Voll cool. Ach, die kann ruhig Schaden kriegen. Das ist mir egal. Ich bin so ein Arsch. So, Leute, wisst ihr was? Guck mal, wir haben hier schon wieder voll Zeitdings da, ne? Ist ja schon wieder Zeit eigentlich. Und deswegen, weil wir schon wieder einfach zu viel Zeit verballern, dauert echt zu lange das Spiel, ne? Ne, weil es so lange dauert, machen wir einfach mal Schluss und im nächsten Part geht's dann direkt weiter mit dem super krassen Kampf hier. Oh ja, das kann was werden. Also Leute, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Part hier im Kampf bei Final Fantasy X. Ciao!